Tien jaar met sokken bestreedt. Door het woord het eerst, door mijn woord het wijn. Tien met sokken bestreedt. In dit programma gaan we op die vragen en wat je ons toestelt. En ook op die wat ons wel interesseren wordt daarover te vertalen. En het leven door vandaar als een vraag. Mijzelf interesseert dat wel. Wenn es der heutste Städt auf dem Erdball, wo Menschen wohnen? Wo kann einer überhaupt noch wohnen, wenn er zu so einer ist? Doréva vertal wir uns in diesem Programm, 10 Jahre vorher mit Zucker bestreitet, mit meinem Gast, Peter Beutmann. Mm. Peter, du wolltest ja, etwa fernpodor ein bisschen weicher fahren? Und ich dachte, wir ist dort in diesem Jahreszeit, wo wir in Deutschland mehr Fecht haben, mm. Frisch haben, Tschüss, das ist ja. Und ja. uh, dann, wo kann eine Hand fahren? Et, ich, das kann die sein, bei mir in der Grad Du hast es warm? Du hast es warm, da brennt es viel im Ofen. Es ist so schön smakelig, auf dem Set, auf dem Sofa. Und es ist richtig gut. Hattest du das zwei mit mir in die Hölle? Es <laughs> äh, muss mich sehr anstrengen, ob ich wird vorgehe. Nein, aber so lange wäre ich nicht vorgehe. Ich habe mir eine Stadt gesagt, wo ich noch nicht gewesen wäre. So. Oh. Und dieses Mal hatte ich mich mal als, naja, ein Raum drüber, ich mal so sagen, in der Jägerscheune Ja. Weißt du, vor andere Töne zu lernen, Nischerech zu sein. Ja. Und dieses Mal hat ich mir die Arabische Emirate gesagt. Zwischen hm. ist das ganz gut. Das ist wirklich gut. Ja. Ja. Es ist viel Eier geworden hm. und uh, Menschen Töne geliebt. Eine Kultur, in der sie Leibe, wo ihre VA sind, mm -hmm. wo die Hieser sind, dort ein bisschen ein Liedchen sein. So Finde ich ganz gut. Interessant. In mm -hmm. dort Bibi ein Onkel, wenn uns dann von ihrer Stadt verteilt, in mm -hmm. dort wie in Abu Dhabi. Oh. Okay. Dort ist hier ja. 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 Ist hier, das ist ja die Hauptstadt von Irland, ja? In der du in der ist ganz gut. Mm -hmm. Ober, der Sommer, sag ich, der kommt leider nicht her. Hm. Weil dann wird warm. Jo, dann de wel wat Uwe, ich ja, dann brücke dir doch mal was anderes aus dem Ofen, hä? Ich glaube ja. Heu weis an ein paar Hieser, mit wieder auf. In Sascha so diese Hieser, die sind ganz besonders gut eingereicht. Hm. Das bedient mit Luxus, ütrechtung. Ja, ja. Wat für Studenten wort erst in sein Huis, Luxus, ütrechtung, einrechtung? Ich würde meine. Ne goldene Lampe? Nee, nee. Nicht das erste. Nee. Äh, vielleicht auch. Aber ich würde erst meinen, dass hier immer kaltes, frisches Wetter ist. Kaltes Wasser? Ja. Kaltes Wasser ist ein Luxus. Ja. Und dann würde ich wieder meinen, dass hier bei den Temperaturen, die in, in den Jahren im mm -hmm. Sommer sehr hoch sind, dass man da eine gute Klimaanlage hat. Ja, so eine Ära. Jo. Ja. Uh, dort ist es okay, aber dort haben sie eine Real, aber kaltes Wasser nicht. Mm -hmm. Und dann sagst du, wenn sie dann ab dem Training gegangen sind und wenn sie sich noch hier reingewaschen haben, da kostet keine Sonne, wer thuis kaltet haft und wer nicht. Wenn sie dann noch hier breitbündig gegangen dann haben sie kein kaltes Wuter. Ja, ich sich versenkt. Das Das dort wird ja da aber zastig, zeventig gerodet. Eine Leitung. Ja, es wird wir heute. Mensch. Ich komme mir denken, dass die Wuterleitungen nicht so deep aneiert sind, weil Frostjäfte tun nicht. Und dann, warum sollen die drei Meter Däpel groben? Ja. Vielleicht hat es 1,5 Meter und die etwas sein. Vielleicht dort nicht einmal? Vielleicht auch nicht einmal, ja. ja. Also, die haben da habe du ein bisschen Probleme damit. Mhm. He sehe, das heutste, was heute belebt hat, mhm. das wäre rund 52 Grad. Bitte. Lufttemperatur? Lufttemperatur. Oh, ja, das ist ziemlich warm. Ja. Da kannst du eher gucken. Ähm. Ja, auch. Ja. Ja. Und die wurden doch wohl auch gehofft, wenn du da so hin auf dem Sohn zu Hause leiden würdest. Ja. Ich denke, die wurde gehofft. Ein Bett warten, ja. eine Sohn, mm -hmm. Ledger mm -hmm. Ja. Und dann, das brachte mich sehr auf den Gedanken. Weil, wenn der Hetzte, der Hetzte steht, der wo Menschen leben. Hm. Ja. Nicht, wo sie da mal einmal vorbeigehen. Ja. ja. Also, ich habe mir auch ein paar Gedanken dort gemacht und hab habe ein Bettwort hin und her gesucht. Und gelesen, hier und dort. In der ersten Abt hat er trafertet, dort war ein Dar in Libyen. Mhm. Das heißt Al-Azizia. Mhm. Und da sah de die, die hohe Mauer 1913, meine ich ja, so Ja, 13. Irgendwo zu Wort. Er war siebenfachig groß, hätti Meter. Gut. Aber hat sich fernprojiertisch da das stimmt Gosch? Ha. Hat er sich vermietet? <laughs> ähm, der hat über dem Asphalt gemietet, ganz dicht. Und ah. dann hat er auch noch das Thermometer, wo die da auf dem dort, dort äh, stimmt nicht so ganz. Hat er so eigentlich das geschrieben? Kann sein, ja. Sondern na dann dachte, naja, wenn dort nicht stemmen wird. Ja. Dort springt einem hier rechtlich in die Uhr wenn du seht, das ist nur der heitste Ort in der Welt, wo Menschen leben. Ja. Wo dann wirklich der heitste ja. Ort? Dann sagt er wieder, in stahl die Fähre. Der heitste Ort in es der Welt. Na. Nee, bei mir ist ein Child. Ah. Und oh, wann du vier Tüsch hast? hast. Jo. Ja, <laughs> ja. Ja, maglich. Ja, wo <laughs> ist das dann? Ne? In Amerika. Amerika. In Amerika, in Kalifornien. Da Da hilft ein Ort. Du Ort. Du mehr, mehr der saßen tachendlich Meter leer aus dem mehr. So däub. Ja. Aha. Aber der ist so knorchend drehig, Du wird es so heit, dass dort da nicht einmal Mikroben leben können. Na, die sind verkorkt. Die sind, die sind, ja, sind verbrannt dort. Ja. Und dort kommen viele Touristen han. sich dort Und man schrift, das sie doch nicht gewesen, man schrift dass man dort für ein, zwei Tage auch kann, wenn man ein Auto mit einem Conditioner, mit einem Klimaanlage haft. Ja. Dann gehe ich dort. Eine ja. ja. Aber es gibt wirklich Menschen, dort ist ja ein Nationalpark. Mm. Und es gibt wirklich rund 400 Menschen, die dort leben. Die für die Touristen sorgen. Mhm. Das gibt Ranger, mhm. die machen abpassen. Die Touristen sind fucking so... Ein bisschen Ja, die passen nicht ab, nehmen nicht genug Wut damit. Ja, ja. Setzen sich nicht in Haut ab und gehen in diese Head. Beschwimmen dann. Uh -huh. Und dann müssen da Menschen sein, die denen dann helfen, die im Krankenhaus bringen oder wo auch immer. Wann du da an der Hütte mit meier Sand kriegst, aber das verbrennt de die, die Hütte. Nun wird das nicht nischig. Ich Wo das nun in Amerika, Amerika ist ja nun ein Land, wo man meinen soll, von der Technik, von dem Ganzen, das ist fortschrittlich, das ist gut, Eierrecht. Wo leben die Menschen da? Das ist vor Feuerhundert, das hier Ja, ja, krass. Das ist ein Dart oder was? Das ist so eine Siedlung, wo ich meine, das ist ein bisschen aber das ist so eine Siedlung, wo ich zeige. So, wo leben die dort? Und, weißt we'll du was? Ich habe ein Video gefunden. Ich war eine Familie. Die haben einen ganzen Tag ein Video gemacht, von dem, wo sie leben. Und da dachte ich, oba, das ist ganz was anderes. So, das ist eine Familie mit yeah? drei Kindern, drei Mialen. Und wenn die zum Marins am Spielplatz gehen wollen, mhm. dann warten die nicht, bis die Klock 8 ist. Dann ist so viel zu heiß. Klock 8 Uhr Marins, es zu heute. Es zu heute, ja. ja. Die gehen dann Klock Uhr zum Marins Spielplatz. Tschüssi für verschönert doch erst, die Stunde freiwillig tieh dich ab. Ja, ja. Und dann <laughs> rennen die eine Stunde vielleicht da rum, tauben sich da üd. dann gehen die über peinig im Hüchsen. Und schließen die ganze Klimaanlage an und alles, was möglich ist, machen die Fenster dunkel, damit bloß keine Hütte im Haus. Mm -hmm. In diesem Ort, wo diese Menschen leben, da ist mete worden, äh, nun mal das Notchen, äh, das mir sein, so, saßen 50,7 Grad. Das ist Grad. warm? Das ist sehr warm. Das hält man nicht sehr lange aus. Und das Interessante ist, dort doch in diesem Ort, da gibt es viele Rekorde. Es gab ein Rekord, wo die Temperatur der Nacht nicht unter 42 Grad geht. Das ist schlimm. Ja. Für mich ist das ganz schlimm, ja. weil ich so eine Temperatur habe, dann kann ich nicht gut schlafen. Nein, nein, nein. Nee. Aber diese Familie sieht gerade, mit der Zeit kann man sich dort gewarnen. Die dachte sich mit fechte Lorken, ja. die machen die Nacht, ja. dachten sich, dorthin. Wenn sie aus der Wasserleitung Wasser rein wollen, dann holen sie erst den Thermometer mm. rein. Das Wasser kommt bei denen, zum ersten Mal bei Taipa, also bei den Arabern, 38 äh, bis 40 Grad aus Leitung. Und wenn sie kalt haben wollen, dann müssen sie dort erst einen Kühlschrank stellen. Mm -hmm. Einfach so, wo das Wasser drin ist, wird zu warm sein. Mm -hmm. Und die haben noch vieles Interessante dort zu verteilen, wie man sich dort leben und rechnen kann, in so einem wo wie sehr heute ist. Aber dort geht, eine kann da Ja, ja. Aber man braucht sehr viel Strom. Mhm. Da kommt mir viel. Um dort sich ja. Teilmarken, am um dort Wuter, da Handpumpen ja. und so was alles. Also das ist nicht ganz einfach. Aber als Mensch möchte sich einer dann auch sehr so schützen. Ja, jo. ja. Passend euer Trage sein. Richtig. Da fällt mir eine Frage ein. Oh. Du wirst hier in eine arabische Emirate. Ja. Ranst du doch mit so einem witte locker rum? Ne, äh, nur äh, oh, viele Schwenzen wird ein locker frorredest die äh, Araber die haben ihre Klö Nationalkleider so dort im Kopf beweilt habe ja ja in äh, 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 ramme, dort dann sind ganz messbar der haben sie dann so ein langes so ein Armhang. ja schleut wird man mit Monst ja 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 und jetzt kann man es nicht rama, aber das sag kann ich so ja äh, das wurde jahren sein für ja. wie ich nee. von sieben sind wird das sich holen aber nun mal eine Frage drei Jo, die frühe Frage ja durch ja der Mann hat ja warum das weiß ich nicht ha Du macht das Programm harsche aha da warst du dann dann bringe ich das nie wieder ja und zwar wir haben hier dort von von äh, wie Friede dünne, mhm. ist der Morn schwart, der Früh wird. Hier ist es angedreht. Ah, oh, okay. Hafte man am Befrieden, aber nicht zu de dünn. Mhm. Und zwar erst dort euer See. Witte Zech, mhm. schien euer Dach auf okay. okay. Schwart. Jo, jo. Und fielst du sent dem de durch sein Dach. Der Sonn schien toll, ja. ja. Und wenn du von wieder auf eine Frühgrune sitzt, mit Wittet, wo ist seine, ja, die Gone nicht. Aber man wittert, wo ist seine Gone. Da wurde das so eine Schiene. Ja, der Figur. Ja. Aha, okay. Ja. Und die haben wir da unten nicht so viel an. Nur ja. so viel aus der Brücke. Mhm, ja, ja. Aber die Frühling, der droht jedoch unten in diesem Amhang besser. Nicht alle. Das ist unerschrecklich. Ah, oh, okay. Das ist unerschrecklich. Mhm. Aber damit man das Ganze nicht so der Schiene hat, droht der frühe Schwert mhm. in der Mana wet. Bei den Männern scheint es nicht so, nicht so schlau. <lacht> <lacht> aber äh, ich finde das interessant, dass jemand viel mit seinen so Kleidern, mm -hmm. auch Männer, ja. auch Rügens, und dann sieht uns äh, der Mann, wenn er uns das schlägt, dort sagt, hier es aber kein Mord. Die, das Land selbst stellt ihn dort nicht an. Und die mm -hmm. Religion, das sind ja die Muslims, ja, ja. stellt das auch nicht an. Aber, hat er das gedacht? Nein. Hat er schon so, einmal mhm. gedacht, sie musste dort, dort mhm. wir sind mhm. gesatzbeernt, ja, ja. ne, sagst du? sagst du, das ist unsere nationale Kleidung. Mhm. In wie dort unsere Kultur nicht verloren geht, in der wir interviewt. Dort ist freiwillig, um zu wissen, wer sie sind. Naja, ich kann mir denken, dort diese Kleider und die hat auch eine Post sind, und? Ja. dort ist luftig, dort Kunne ich mir vorstellen, es man nicht so schwind, als wenn wir hier Bätzen haben, haben, und unsere Hand haben. Mhm. Ähm, dort ist ganz was anderes. Durch den Wind, der püstet dort hin und her, und dann ist dort ein bisschen frisches Schwarz-Seibe 40 Grad. Jo. Ja, ja. Aber ja. auch Anders, ja, ja, ja. Dann, ja. dann lichtet das nicht so sehr an der Hütte an. Es mhm, ja. mhm. äh, ist sehr wichtig, erst die Hütte zu schützen. Da habe ich dann noch eine dunkle Braille, und jetzt habe ich einen Kopf geschätzt, Input transcript corrected: Und jeder Land dort sehen. Wir. Mexiko haben geritten heute. Mm -hmm. ja. Die Menschen posten sich an. Ihre Nationalkleider sind doch mehr. So eure Posten dort warten, dort klimmen, was mm -hmm. sie, wo Ja, sie ja. ja, ja. Mir fällt mir eine Geschichte ein, was ich einmal belebt habe, als ich nach ganz Schmack und Jung war. Nun sieht es auch mal ein ja? Schmack, <laughs> ja? Hm, das ist ein Wunderstatus. <laughs> weißt du, als wir uns befriedigt hatten? Dann hoffe, muss wir fort. Oba. jo, In dort zwei Jahre Zeit noch. Zwei Zeit. Aha. In äh, dort fand dann Kreize an. In wie fuhre dann meine frühere äh, Großmama besiedle. Mhm. In der lebt in Kirgisisch. Mhm. In dort ist die Kirgisisch ist ja durch Dala also Dort da kommt ja Russland, Bashkirien, wie dann kommt Baschkirien, dann Kasachstan, also die ganzen Sowjetländer wo man ja, zu ja, ja, ja. Russland. Da gibt es hier, Russland ist dort alles nicht, aber dort gibt es hier die Sowjetunion ja, ja. in Kirgisien ja auch. Kurz, Boy ist Kirgisien. Kurz, allmählich Boy meist. Ja. ja. So, jetzt wollen wir hier besitzen. Mhm. Und wir geben uns wie alles in Ordnung, und dann wollen wir von hier hin auch was machen. Na seht ihr, bei uns hier ein Voter, manche Boya. Mhm. dort heute ist es cool. Mhm. Hast du vielleicht mal hier? Ja, habe ich hier. Das ist ein interessanter See. Ja, was mal du hier was? Ne, seht nicht. So. Aber es ist ein sehr interessantes Wotah. Dort ist hier alles, äh, hier der wird Schneewotah. Mhm. mhm. Ja, was hoch in der Bäuer ist. Das ja. würde ich wie viel Meter hoch. Das ist eher 2000. Aber dort ist kalt das Ja, ja. Nun kommen wir da her und wir froh dafür und wir kommen hier den Wir haben den Ausbau, aber wir haben nicht ein Wetter, wo wir uns können bude. Nun jagen wir dann sozusagen an wieder ein Wetter reinen go ne. Na seht es uns der dort nicht? Hm. Ja, der dort nicht. Post up, die Sande brennt hier so Aha. Und das fällt sich aber toll, frisch an. Okay. Nü nichts wie do aber, Dach im Woden, ich lebe jetzt hier einmal unnäher geduckt, aber das ist wirklich kalt. Mm -hmm. Ich höre nicht, wenn ich am Woden einen Buck einholen möchte, <laughs> dann ist mir das Woden zu kalt. Ja. Na Ja. und dann sollten wir aber die ganze Zeit am Schatten, wie wir waren einen halben Tag da. Dann dachten wir, so, ich muss nicht vor, wenn wir und sagen wir, der mm -hmm. wir werden aus einer Hand, wie wollen sie mit einer Sonne lachen. Okay. Wir lachen fünf Minuten in der Sonne. Dann packt wir die Sachen, wir tragen uns und vorher in die Sonne. Nächsten Tag mussten wir all von Kirgisien mit dem Zug davoivor. mussten wir all nach andere Lies, fahren. vor. Ja, ja. Dort fangt all, als wir an nennsade im Zug, als wir losfahren wollen, fangt dort all an, das voll sich anders an. Und äh, der ein Tag later hat mir ne Frühe ab dem ganzen Chärpa. Wo wie wie da die Meter aus ne Frist, am ganzen also von Fährer besonders. Ja, 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 ja wo die Hütte so empfindlich empfindlicher, ja, ja klar. Ja. Echt oh, oh, ja. oh. hab Schmandt gesagt. Ich hab der <laughs> man Schmand beschwert. Die Creme haut wieder nicht. Na nee, geil. Die schützt haut wir uns nicht. Wenn ich da den mal Fähr am an seine wüsste, sie aus hier in andere sagen, sie soll ja brennen det und heut es, der Mensch der verchämmt ja. Ja, ja, das ist ganz schlimm. Also er äh, kriegt Raum ist cool, ja. Will dort so hoch eine Boy ist. Da ist die Strahlung von der Sonne, die Strahlen, uv strahlen UV-Strahlung. Der ist da besonders stark, ja. weil es hoch ist. Aha. Und der Luft ist da auch noch ziemlich rein, nicht so stoffig aus hier unten, wo das meine. Ja. Und da werden die dort noch mal schwinder. Und dann ist ja auch noch, äh, wann wie so eine Creme -Täupen. Äh, in, äh, da steht ja dann abdartisch UV-Schutz, ja, ja, ja. oder feftig. Da däte dort nicht alles weichnehmen, aber so eine abhöllen. Ja, die halt, ja die halt, Damit man nicht verbrennen wird. Mhm. Äh, wo Was auch halten wenn man sich dort höher mhm. Langsam, ja? Langsam. Langsam, dort die Hütte dunkler wird. Ja. Und dann entwickelt die dunkle Hütte mehr äh, UV-Schutz. Mhm. Mhm. Und dann verbrennt man nicht so schlimmer, verbrennt auch. Ja. Aber nicht so schwind. Aber in so eine Stehde aus, äh, aus der, der heizte steht überhaupt nicht nur bloß, wo Menschen leben. Ja. Der heizte Steht, wo mal Temperatur gemeten wird, Wo denkst du, wo hoch wieder die Temperatur. Na, ich würde mal so denken, das gut Gott 70 Grad, gehst, hä? Da hast du recht. Und das können nicht immer Menschen mit. Oh, ja. Das sind doch gleich heute. Das wird viel zu gefährlich. Die hat das vom Satellit ausgemacht. Uh -huh. So, und das ist auch war da in Libyen das mal, und das stempelt das sogar, dass dort das der heißeste Ort in der Welt ist, ja. überhaupt, wo dort hier keine Menschen leben. Uh -huh. die, das war eine da Wüste und das heißt Dasht-e-Lut. Dasht-e-Lut. Ein interessanter Name, ich weiß ja. nicht, was die zu bedienen habe. So, dort wurde die Oberflächentemperatur von diesem Plateau, das ist so ein bisschen Heche, je mehr, und dort wird weit über 70 Grad. Und dort ist so weit, und so lang so weit, dass du nicht leben kann. Warst das groß, da warst du, kein Gras, Da warst kein groß. du warst kein Gras, sind warst ein Blussteiner, ein bisschen Sand, ein Wind. Ein Wind, ja nicht. Waren nicht. Es ja. ist, es stellt mir doch schlimm für. Ja. Äh, kein Wut, kein Gras, ein sehr, 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 Mm. Das, 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 das freut ja sich meistens so an, vom, vom Nomen hier, wenn ich daran denke, da, der andere Menschen, in Paraguay in Chaco. Mm -hmm. ja. Die nennen ja die hier in der Ok, der. Ja. Aber dort ist doch auch warm. Ja, das ist ziemlich warm, ja. ja. Du hast auch ewa 40 Grad. Ja. Aber so eine Städte in der Welt, die auf das fehlen, wo ewa 40 Grad. Ja. Ähm, weißt du auch, was der heute Hauptstadt in der Welt ist? in der Schweiz net. Ihr wut jo in. dort ist Madrid, nee. in Spanien. Nee, na sei bleis. Nee, dort ist Bangkok in Thailand. Bangkok. Jo. Und das schlimme ist dabei, dort die Temperatur auch de Nacht so heit blibt do. Aha. Und wut noch dort totchem dort sehr sehr fecht Oh, fechter, de wird sich dann noch war da Schwanda. Keit, man es er mal wutenout. Jo, ja. ja. dort ist dort von Mordbotten May am Schnitt.

einem Dittje Watermantel, ja, bei 45 Grad hat in Drunkenheit ein Teig. Oh, <laughs> das hietje, das direkt du das verstanden hast. Ich verstand das nicht. Ja. Und dann erklärte demi dort, warum dort 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 den Beta geht. So Sei wann wenn die Tscharpertemperatur hecher ist, es ist der Unterschied zwischen Lufttemperatur und Körpertemperatur. nicht so groß. Stimmt. So,

dann soll er in Paraguay, wann der, wann das so ja es ist, dann nicht unbedingt bei den der Sommer, sondern mhm. Mathe. Jo, jo. Das wird vielleicht halb. Aber die kann er sich mal der besser üben. Bestimmt, bestimmt, <laughs> bestimmt, Aber diese Onkels in Usbekistan, äh, die gehen ja nicht schaufeln, diese Monate. <laughs> <laughs> Sie spazieren. Die sollte da... Und ein Gas, der hatte dann so, ich weiß nicht, Sach aus das Sachmesser aus einem leeren Dash, da hatte sie eine Dartbube, da sollte der dann. dann und spielte ein Knipsbrat, verteilte sich, drank, heute und heute, und Geld. Aber wenn die schaffen sollen an so einem Dittmantel, ja. das wurde nicht Geld. Da ist es ein bisschen langsamer, ja? Ja, ja, das ja. mit Rühe, mit... ah, so nahm man sich Tiet. So ist ja. Ja. So der Spanier sagen, die muss es hier. Aha, gell? Jenig Geld, ja. Ich war mal eine Zeit, im um Januar musste ich in Paraguay fliegen. Mhm. Und äh, Anfang Januar fliegst du in zweite Welt. Dann äh, wusste ich, auch, du es mit Worm aus hier bei uns in Deutschland. Mhm. Mhm. Dann trage ich mich auf Open Shell an und äh, ein paar Socken. Und dann hatte ich mir ganz wenig Sachen zum Anreisen. Zum Reisen wollte ich vielleicht leicht reisen. Mhm. Dann stand ich in Lüttich hier bei uns in der Stadt, im Zug. Und wir hatten zwei große Wärme. Oh ja, das ist Dann stand ein Trampel mit Dollar. Ja, ja. Und dann, als ich dann, ascension ich komm. dann stich ich da uit. und da haben wir gleich 42 Grad gehabt. Da wirst du jetzt, warum ich wenig Einträge habe. Ja. Da wirst du dankbar dafür. Ja, ja. Ja. Tja, Timo, was würdest du meinen, was ist das Wichtigste En so einer Jahrhund, wo es sehr heiß ist? Was wird für für Menschenleben, aber auch für Tiereleben ganz wichtig sein. Ich denke ohne Wasser geht gar nicht. Richtig. Uns Tiere und die Tiere von den Tieren, die bestehen jetzt um großen Teil aus mhm. Wasser. Und wann wir Wasser Wasser, verlieren, dann können wir nicht wieder leben. Mhm. Wir müssen immer Wasser frisch abfüllen. Und diese Familie aus äh, Kalifornien dort, die dort eine leben die Seele trinkt ja schnell 7 Liter Wasser am Tag. Mhm. Und das ist nicht anmerkend, dass er das am Aufgang weisgeht. Nein, das nee, nee, wollte er vielleicht überbrückt, das Jahr bei irgendwie. Ja. So, nun hat Gott uns Menschen hier so geschaffen. Mhm. dort wie Waterbrück ohne Water geht es nicht. Und sie ist zum großen Teil, zum geradsten Teil, wo das meine, vom Wasser bedarf. Mhm. Aber nicht, dass so eine Dreh steht. Als die Israeliten in Wüste jenje. die sagten sich auch einmal ein Wetter und dann gehen sie da dann war das nächste Wetter und als sie nicht genug zu drinnen hatten, dann kamen diese Rahmen, Schelde über Mose, mm -hmm. was hast du uns hier gebracht, hier Ihr ist kein Wetter, wir sterben hier in der Wüste, wir wollen in Ägypten bleiben, ne? Nee, ja. Und Mose, der dann war, was war da? Der uh, sagt Woter, und ich denke, eine Stadt war da mit einem Stock noch war. Soll er das tun? Nein. Ne, äh, Es ist eine interessante Geschichte, die ich an der Tauherren möchte, dort mal noch lesen. Events, weiß, diese Videos, die wir machen, mhm. in Ober-Orke, äh, wenn sie das Programm über Radio haben. Also mhm. bei den Videos, da jäfft ihr einen Kommentar. Jo. Einfach den Nenner schreiben. Oder eins über WhatsApp. Jo. Einfach bekannt geben, was ist deine Gedanken zu dieser diese Geschichte. Jo. Wenn unsere Zuhörer etwas richtig Interessantes finden, ja. vielleicht auch eine sehr gute Frage haben, ja. dann können sie das dann anschreiben. Und dann lesen die anderen das auch. Ja. Und das ist das Was Und dann können wir uns das dann auch erzählen. So, nun wieder. Also. Moses schlug an einem Bein. Ja. Kommt Wut da raus. Ja. Die Israeliten konnten eher da schlagen. Wenn sie dann weiterbrachten, war waren sie da. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Dort kann man da alles nur lesen. Wichtig ist, ein Mensch braucht unbedingt frisches Wasser. Ja. Nun ist es aber so, dass es in der Wüste nicht alle in frisches Wasser gibt. Ich glaube, das ist mehr, dass es nur ganz wenige Städte sind, wo es haben. Richtig. Was interessant ist, es gibt die gerade Wüste auf der Erde. Wie das? Sahara. Richtig. Und ihre Sahara ist ein Meer von goldenem Wasser. Ganz viel. Ja. Hast du wohl so Rütti gefunden? Deib ohne ja, viel Sand. Ziemlich daip ja. ohne. Es sehr viel Wetter. Aber da macht man erstmal groben oder bohren oder was auch immer damit man ähm, irgendwie unter das Wetter Die Pflanze. Ja. Und du weißt, da Oasen. Und da gibt es das Wetter. Da du dann schmecken. Palmen und andere Bäume und äh, je Strübe und sowas alles. In Ägypten, wo es sehr drehen heit heiß ist. Eset bloß dem Nil. Ja, stimmt. Und da war es dann aber gut. Ja. wort wird die Focken äh, vergleicht mit dem Bibel, mit dem Wort Gottes. Ja. Goudes Wut, frisches Wut. Und an einer steht, heißt es, so als ein Hirsch nur frische Wut schricht, so schricht meine Seele nur die Gott, nur sein Wort. Ja. Das ist wichtig. Uh, wie Brückewutter. Es gibt eine interessante Geschichte, wo es am Herzen und am Wurtern geht. Uh, und Jeremia, wie so ein Prophet, der in der Zeit, in lebt, der weiß ganz genau, was Wurtern ist. Und mm -hmm. der schreibt das ab. In Jeremia 17, Vers 7 und 8, da heißt es, Ihr seht, es ist der Mann, der ab dem Haar vertrüht in dem sie ihn vertraute, der Haar ist. Und er wird aus ein Baum sein, der am um je geplant ist, um Wasser. Und hm. um, um Wasser seine Wartel ausstreitet und sich nicht fährt, wann der Herd Jeremia wisst, ein Baum, der am um Wasser warst, der wird gut wassen. Ja. Der wird seine Frucht bringen, zur rechten Zeit. Der ist versorgt. Und wird nicht verdrehen, wenn er rund um ganz ja. Heid ja. wird. Ja. Seine Wartel, die sind aber rechte Städte. Krag, krag. Und so würde unser Tauchlehrer doch sehr Mut machen, wenn im Leben mal heiß wird. Mhm. Und so eine Tiere im mhm. Leben, wo richtig heit wird, nicht will die Luft so heiß wird. Weil wir Situationen sind. So. schlimme Sachen erleben, weil wir vorken sehr ungestrengt sind, wo die Kampf jenem Feind vielleicht so heiß wird. Dann mochten sie doch ihre Wartel und Gottes Wort ausstrahlen und von dort das frische Traten wie Brücke. En op God vertrouwen, zoals de Bibel vast afhangt. Zoals Jeremia dat zegt. Ja, daar ja. is dan je zin Daar is dan je en die wordt ook immer kracht hebben. Hij wordt goede vrucht brengen en wordt en God zijn waarde en zijn woord zijn waarde hebben. En zo een het leven hebben. Mm -hmm. Wat ook allemaal dan passeren deed. Hij wordt zijn vrucht brengen terecht de rechte tijd. Mocht daar je zijn? Ja. Mochten de mensen van dat brokken, dat aannemen? Jo. Das ist Rot und mm -hmm. Putter, wir wollen mal so eine, weil wir eine Hat umgehen jo. und schützen. Flechte mal in so einer heute Jahr in der Reise, wenn die Ja. und mal auch aus was ein Schluck kaltes wurden wird es, ja. was ein gutes Schotterdach dach wird es. Ja. Dankeschön, Putter. So haben wir das. Dankeschön, Victor. Bin ja frewe mit Socka bestreit Do das wurde es, es Do mein wurde mein Bin ja frewe sich frewe Da ich sich am ja Aglied verdreu In wann fu da sich nicht Geld versteht Wurde vorher mit Socka